Willkommen zurück in Subnautica. Hier ist der Jones. Und schön, dass du wieder mit dabei bist. So, ich war ein bisschen farmen. Salz und Windrankenproben. Und habe fleißig Chlor hergestellt. Und jetzt können wir uns hier mal ein paar Medikits machen. Da fällt mir ein, ich wollte ja auch noch einen Schrank machen. Jede Menge Salz. Zwei Schränke, um genau zu sein. Da brauchen wir hier noch Quarz raus. Das Salz könnte ich eigentlich da hinten zur Nahrung machen. Das können wir hier zu Wasser machen. Nehmen wir uns noch. Obwohl, ne. Brauchen wir nicht. Also ich brauche gar nicht mehr so viel Wasser. So, und dann, was wollte ich denn machen? Ich wollte einen Schrank machen. Also so ein Bio-Schränkchen, irgendwie sowas. Machen wir mal dahin. So, da hier kommt alles so Pflanzenkrams und sowas rein. Die sind schon verfault, die Dinger. Die kann man aber übrigens trotzdem noch benutzen. Also auch wenn die verfault sind, könnt ihr daraus, je nachdem, was ihr herstellen wollt, herstellen. Die machen wir auch noch da rein. So, und ich wollte ja eigentlich, wir wollten eigentlich ursprünglich mal ein Schweißgerät herstellen. Da brauchen wir Magnesium, Kracherpulver. Ach, das Kracherpulver. Ach, das Kracherpulver. So, den geben wir uns mal. Dann holen wir uns hier noch einen mit. Titan, Kracherpulver ist das Schwierige, ja. Okay. Ach ja. Oh, ich muss was essen. Sehe ich gerade. Dann müssen wir uns wieder auf die Suche machen nach diesen blöden Knallkrebsen. Was essen wir denn? Ach komm. Huch, was war das denn jetzt? Wir essen den, den und den. Und er sagt jedes Mal New Creature Discovered. Warum auch immer. Äußerst merkwürdig. So, einmal den. Einmal den. Und den anderen gibt's nachher. So, da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mal Kracherpulver finden, nachdem wir zweimal keines gefunden haben. So, hier war mal drin in der Höhle, glaube ich, ne? Ja. Da kam man da raus, wo die ganze Strahlung ist. Da gehen wir nicht mehr hin. Schwimmen wir lieber hier hoch. In der Hoffnung, hier irgendwo ein bisschen was zu finden. So, hier sieht doch gut aus. Hier könnten doch Kracherkrebse wohnen. Der Titan hier nehmen wir natürlich mit. Wenn das schon mal hier rumliegt, hier gibt es auch noch Quarz. Finde ich natürlich sehr schön. Nehmen wir auch noch mit. Oh ja, Glück gehabt. So, Kracherpulver. Ja, Kracherpulver. Okay, also der Trick ist tatsächlich, man muss den aus dem Weg gehen, dann schießen die an einem vorbei. Das ist der ganze Trick da dran. So, schaffe ich das da durch? Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Ich halte mich schon mal nach oben. Glück gehabt. Da haben wir wieder Wasser zurückbekommen. Jetzt wird es auch noch dunkel. So, wobei ich ja sagen muss, ich hätte ganz gerne noch irgendwie einen von den Knallkrebsen jetzt gehabt, ne?
Naja gut, der große Vorteil ist halt, im Dunkeln findet man extremst viel Quarz. Wie? Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Hab ich den jetzt die ganze Zeit nicht getroffen? Na. Na, hier so im Dunkeln sieht man das Quarz richtig, richtig gut. Das nehmen wir auch noch mit. So. So, hier gibt's Luft. Finde ich gut. Könnten denn jetzt noch Krebse sein? Bräuchte man noch mal so eine Höhle irgendwo? Vielleicht ist hier irgendwo noch was. Ah ja. Nee, doch nicht. Das ist keine Höhle. Aber die könnten sich hier irgendwo noch verstecken. Boah, sonst hat man die ganze Zeit an der Backe, diese blöden Knallkrebse, wenn man die nicht will, ne? Und dann braucht man die und dann findet man keinen. Das ist echt unglaublich. So, da aber, oder? Da wohnt doch bestimmt einer drin. Da hinten wohnt doch einer. Ich sehe ihn doch schon. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ja, genau dafür habe ich die mitgenommen. So, jetzt hätte ich aber jetzt auch gern ein bisschen Kracherpulver hiervon. So, nix hier raus hier. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Luft, ich komme. Luft. Boah, das sieht ja cool aus. Gott sei Dank. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Guck mal, was hier los ist, ey. Alles voller Dickerschins. Die schlafen alle. Der Augen hat da in der Mitte, das ist der Hammer. Astrein. So, drei Plätze haben wir noch. Die machen wir noch voll mit irgendwelchem Stuss. Hier so ein Säurepilz, nehmen wir noch einen mit. So, jetzt geht's nach Hause. Ich dachte, ich hätte noch irgendwo Wasser, dass ich noch einen Platz bekomme. Das Schöne ist, wenn das Inventar voll ist und man bekommt irgendeinen Gegenstand automatisch, wie zum Beispiel dieses zurückgewonnene Wasser, dann verliert man das nicht. Der hat das dann sozusagen irgendwie in der Pipeline und sobald der Inventarplatz frei ist, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, man benutzt ein Medikit oder so und es wird ein Inventarplatz frei, dann taucht da automatisch dieses zurückgewonnene Wasser auf. Das ist also nicht verloren dann in dem Moment. Das ist sehr angenehm manchmal. Ja, herzlich willkommen. So, was wollte man denn eigentlich machen? Ich wollte eigentlich ein Schweißgerät bauen, ne? Da waren wir stehen geblieben. Leuchtfackel, Schweißgerät. So, da brauchen wir Magnesium für. Schon nie hergestellt, das Zeug. Glas. Magnesium, Salzvorkommen 3. Okay. So. Zack, 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 zack. Ganze Quarz da reinmachen. War ja richtig ergiebig. Das Titan noch umwandeln, was wir da mitgeschleppt haben. So, und dann kann das auch schon hier rein. Salz.
reichen zwei. Ich hoffe mal. Ach, drei. Mann. Ah. Hätte ich eigentlich auch da craften können, ich Idiot. Wofür habe ich den Fabricator denn da hingehangen, ne? So, einmal Magnesium. Mal auf jetzt. Wie gehe ich auf das Schweißgerät? Es steht da, ich brauche zweimal Magnesium. Ne? So, noch einmal Titan. Sehr schön. Dann einmal Titan. Zack, zack. So, Schweißgerät. Wunder, wunderbar. Dann gehen wir doch direkt mal noch schnell die Fische ins Aquarium werfen, die wir da mitschleppen. Den, oh, der ist ja gekocht. Den und den. Den können wir mal wieder wegschmeißen. Dann machen wir das noch schnell und dann können wir die Seemotte schweißen. Boah, die blubbert hier vor sich hin, ey. Unglaublich. So. Hier, da ist meine Müllhalde, ist hier. Wiedersehen. Und das Schweißgerät kommt da. Hallo? Nein! So, komisch, wieso hat er das nicht direkt dahin gemacht? Brutschel, 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 brutschel. Sehr schön. So. Wir haben noch 50% Energie. Die Seemotte ist wieder fit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das sieht auch gut aus, das hier. So. Wie machen wir denn weiter? Die Werkbank können wir doch, glaube ich, schon herstellen. Ne? Oder wie war das? Strömungsgenerator, Lagerwurf, Schwerkraftsphäre. Terraformer können wir machen. Ah, die Werkbank können wir noch nicht machen, ne? Oder? Weiß ich gar nicht genau. Bank. Fabricator. Ne, die Werkbank können wir noch nicht. Da habe ich das Fragment noch nicht gefunden. So, jetzt will ich aber noch mal kurz in das PDA reinschauen. Enzyklopädie. Naja, also hier scheinen tatsächlich noch die Texte überall zu fehlen. Oder es liegt daran, dass ich es auf Deutsch stehen habe, das Spiel. Ach ne. Weißer, weiter Description. Okay, die fehlen also noch. AirSack, Gary Fish. Da fehlen leider noch die Beschreibungen. War schon cool, dass man sowas hat. So, das heißt, wir müssten jetzt mal wieder, oh, den können wir noch schnell köcheln. Dann müssten wir jetzt mal wieder auf Tour gehen mit der Seemotte, ne? Nützt ja nichts. Den essen wir mal. Dann für Wasser nehmen wir mit. Das Kracherpulver, das machen wir mal hier in den Restschrank. Moment mal. Das ist ja Biokram, ne? Das nehmen wir uns noch mit. So. Man weiß ja nie. Dann haben wir das, das. Die Energiezelle, wo habe ich denn die hingepackt? Ach ja, bei Elektro logischerweise. So, die nehmen wir auch noch mit. Und dann, ja, gehen wir doch noch mal auf Tour mit der schnuckeligen Seemotte. Dann schwimmen wir mal noch mal zurück in dieses rote Biom da hinten. Ungefähr in der Richtung hier war das, ja.
Und mit viel Glück finden wir dann noch dieses fehlende Werkbankfragment. Das finde ich sehr schön, wenn wir das hätten. Dann kann ich mir die besseren Pressluftflaschen herstellen. So, und diesmal verspreche ich auch nicht so viele Fische zu rammen. So, ach guck mal da. Da ist doch schon eins. Mal schauen wir mal, was das ist. Stase-Gewehrfragment, okay. Auch gut. Und selbst wenn wir es schon haben, wir bekommen ja Titan daraus. Naja, hat man noch gar nichts von. Na dann. Welcome aboard, Captain. Ich weiß gar nicht, was dieses Stase-Gewehr überhaupt macht. Liegt da ein Fragment im Gebüsch? Tatsache. Boah, die sind doch manchmal so schwer zu sehen, die Dinger. Nochmal Stase-Gewehr. Oh, cool. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was das Ding macht. Vermutlich kann man das an die Seemotte dran bauen. Oder an die Cyclops. Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Da liegt noch Salz. Das nehme ich mir noch mit. Ist gerade schwer zu erkennen hier in dem hellen Licht. Irgendwo hier. Da. Welcome aboard, Captain. Ich weiß immer noch nicht, wie man das Licht ausschaltet an der Seemotte. Ich würde nämlich mal interessieren, ob das dann Strom spart. Auch Salz. Salz ist gut. Liegt überall Salz. Das ist ja cool. Ja, was man hat, das hat man, ne? Sagt man. Da auch. Was ist denn hier los? Da oben schon wieder. Ja gut. Sag ich nicht nein, nehme ich gern mit. Welcome aboard, Captain. So, und jetzt noch so das ein oder andere Fragment. So, hier sieht man genau, hier fängt das Biom an. Da ist grün und hier ist rot. Wie die auch immer heißen mögen, die Biome. Ich kann mir die Namen nicht merken. Da ist schon wieder Salz. Da hinten ist ein Fragment. Und hier ist wieder alles voll mit diesen kleinen Bastardfischen. Schwimmen aber gerade weg. Oben ist noch ein Sandhai. Jetzt kommt der da zurück. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Blöden. Ah, es ist nicht wahr. Ich mach mich aus dem Staub. Ich will nicht wieder, dass die Seemotte so kaputt geht. Schwimmen wir lieber mal hier rüber. Vielleicht finden wir hier auch was. Im Moment scheint es ja irgendwie so ein bisschen... Ja. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann geht es direkt auf die Seemotte drauf. So, da ist doch schon wieder ein Fragment. Hier sieht doch ein bisschen besser aus. Scannen wir das mal ein. Werkbankfragment. Cool, dann haben wir das. Welcome aboard, Captain. Ist doch sehr schön. Da hinten liegt auch noch eins. Dann ist wieder alles voll mit Bastardfischen. Caution. Passing safe depth. Oh, die schwimmen genau um das Fragment drumherum. Das gibt's doch nicht.
probier's mal. Nochmal Werkbank. Okay. Okay, aber ich habe ihn gescannt. Ich habe ihn gescannt, den Sandhai. Mein Gott, ey. Jo, ich weiß es. Ah, hier. Hier ist Pilzwald-Biom. Oder wie man das nennt. Und hier kann man, glaube ich, auch... Ich glaube, hier gibt es auch so das ein oder andere seltene Fragment. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Da gibt es diese Quallen. Ach ja, da liegt doch schon ein Fragment. So, hier gibt es zumindest mal nicht diese kleinen roten Bastardfische. Die gibt es, glaube ich, nur in dem roten Biom. Haben wir da? Boah, Zyklop-Druckkompensator-Fragment. Das ist super wichtig, wenn wir das haben. Das macht halt diesen diesen Druckkompensator. Und da, ja, da kann man sich dann jeweils ein Modul von bauen. Und da hinten liegt noch ein Fragment. Genial. Und die Tauchtiefe der Cyclops erhöhen. Und da habe ich auch noch was anderes gesehen, da liegt nämlich Lithium direkt da vorne, das helle rosere da vorne. Terraformer, da fehlte doch, glaube ich, auch noch eins, oder? Nö, das hatten wir schon, egal. So, ja cool, ja dann machen wir doch hier jetzt noch so ein bisschen, obwohl, nee, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ich versuche die Folgen einigermaßen auf gleiche Länge zu halten. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an... in der nächsten Folge genau an der Stelle hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.